So, da wären wir wieder. Und wir müssen uns mal wieder durch die ganzen kleinen Echsen da kämpfen. Ups. Wo kommt der her? Oh, sind ja nur noch zwei. Schön, schön. Da können wir ja. Warum kommt ihr nicht? Ich will doch nur tanzen. Aber viel zu schnell, diese kleinen Biester. Ding. So, einen noch. Und dann können wir uns gleich wieder an die Feuerelementare wagen. Auch wenn ich da nicht wirklich motiviert zu bin. So, das Ding muss weiter links liegen, sonst kommen wir da nicht ran. Das Kraut kommt auch noch mit. Die Fackel kommt weg. Ah, so war das. Den Helm hatte ich damals mitgenommen, um später das Set voll zu kriegen. Denn ich will hier immer noch den Erfolg haben dafür. Den habe ich im ersten Playthrough nicht bekommen, weil wir keine Klasse... Doch, wir hatten eine Klasse, die Platten trug. Das war der Minotaur. Ich habe keine Ahnung, warum der kein volles Set hatte. Ich glaube, der Stahlplattenpanzer hat gefehlt. So, sind wir da schon runtergesprungen? Gucken wir mal. Hier liegt Essen, das kann hoch. Also anscheinend sind wir noch nicht runtergesprungen. Achso. Okay. Das erklärt's. So, hier hoch. Da hoch. Halls of Fire. Erstmal schlafen. Dann speichere ich gleich nochmal ab. Auch wenn wir noch nicht wirklich viel geschafft haben. Aber ich sehe mich. Und schon wieder keine Speicherstände mehr. Okay, löschen, ja, löschen, ja, löschen, ja, löschen, ja, so. Also, LP021A. Dann müssen wir jetzt erstmal das Schwert... Die Bombe habe ich schon geworfen? Okay. Habe ich das Schwert schon? Nee, das Schwert habe ich noch nicht. Aber die Krabbe ist schon tot. Schwert mitnehmen. Schriftrolle wegwerfen und weglaufen. So. Und dann sollten wir gleich erstmal das Inventar ausmüllen, denn ich habe irgendwie viel zu viel Zeug dabei. Wir können ein paar Tränke bauen. Die werden wir auch bestimmt brauchen. Denn ich werde da jetzt lieber ein, zwei Tränke benutzen, anstatt zigmal den Respawn auszulösen. Durch was auch immer. Hier in dem mittleren Raum, wo wir das erste Mal den Ogre treffen, habe ich ein Rätsel bekommen, in diesem Playthrough und im letzten auch, dass hier ein Gegenstand ist, der uns Licht verschafft. Das sollte ich auch mal lösen, das Rätsel demnächst. Das kann hier bleiben. Das kann hier bleiben. Das kann hier bleiben. Die Frostbomben. Glaubt, die benutze ich bei den Feuerelementaren gleich. Denn ich denke, man konnte die einfrieren, auch wenn das nicht unbedingt viel Sinn macht. Oh, und ich höre den Ogre. Hallo Ogre. Ja, genau du. Du bist der Ogre. Wir könnten ihn theoretisch auch weich klopfen. Also so lange angreifen, bis wir keine Stamina mehr haben und dann uns irgendwo verziehen und schlafen. Denn ich glaube, es schon mal ausprobiert zu haben, die regenerieren entweder gar keine Lebenspunkte oder nur sehr wenig. Au, 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 au. Achso, ja, ich sollte mich von seiner Waffenhand fernhalten, so war das. Also immer auf dem Feld rechts von ihm, da kann er schnell hinschlagen. Auf das Feld links von ihm anscheinend auch. So, ein ordentlicher Treffer. Oh, Licht geht aus. Licht geht aus, ist gar nicht gut. Laufen wir mal zum Fackellicht hier hinten hin. Machen ganz schnell Licht. Und verkriegen keine Energie für Licht. Wo können wir schlafen? Da oben können wir schlafen. Dann laufe ich da halt mal blind hin. Und wo kommt die Schnecke hierher?
Tür zu. Bin mir jetzt gar nicht sicher genau, wo ich bin, aber wir dürften hier in Ruhe schlafen können. Ja, das Timing von dem Lichtzauber ist immer perfekt. So, dann gehen wir gleich wieder in den Hauptraum zurück, sticheln den Oger noch ein bisschen, bringen die Schnecke um, damit sie uns nicht im Weg steht und wir dadurch sterben. Aber was ich schon mal ganz beruhigend finde, ist die Tatsache, dass der Oger uns nicht one-hitten kann oder uns das eine Mal jetzt nicht one-hitted hat. Das lässt hoffen. So, Schild in die Hand. Obwohl ich mir nicht ganz sicher bin, warum. Also wir haben ja nicht wirklich viele Lebenspunkte, oder? 171, ach doch, das ist okay. Da ist die Schnecke. Und wo ist der Oger? Das wird gleich gegessen. So, ich höre kein Gestampfe. Das ist ja auch komisch. Oh, und eine Halterung ohne eine Fackel drin. Wo haben wir die Sachen gelagert? Da haben wir die Sachen gelagert. Ich hatte irgendwo eine Fackel weggeschmissen. Da nämlich. Die probieren wir doch gleich mal aus. Und ich höre Stein auf Stein. Ich glaube, das habe ich letztes Mal nicht gefunden. Das ist doch schön. Vielleicht ist da ja der Gegenstand drin, den ich hier finden soll. Denn das Rätsel hatte auch etwas mit Licht zu tun. Oh, Feuerbomben. Und das Symbol, das ich nicht besonders häufig gesehen habe bisher. Das ist halt die dritte Art von Geheimschalter, die es gibt. Was haben wir hier? Vault of the Orb. Druckplatte. Druckplatten sind immer gefährlich. Speichern wir mal kurz über den Speicherstand drüber. Und liegen da das... Wozu haben wir die Dinger, wenn nicht dafür? Ein Teleporter. Ich würde aber gerne hinter das Ding. Vielleicht in die Hand nehmen? Oder wir kommen irgendwie anders dahin. Na gut, Schild in die Hand. Auslösen. Oder wir laufen einfach direkt durch. Denn sobald wir jetzt die Platte verlassen, müsste der Teleporter weggehen. Ja, goodie. Auch wenn das nicht wirklich hilft, denn hier ist kein Schalter, um das Ding aufzumachen. Na gut. Also nochmal da was rauf. Okay. Müssen wir etwas durchwerfen? Die Dinger verschwinden auf jeden Fall schon mal. Aber irgendwie passiert da nichts. Ist hier vielleicht irgendwo noch ein Knopf? Nee. Kann man noch nichts irgendwo drücken? Oder runterspringen? Oder. Gut, gehen wir hier außen nochmal kurz die Wände ab. Nur Haken. Keine Druckknöpfe. Vielleicht müssen wir das hier wieder zumachen irgendwie. Naja, passiert nichts, wenn wir es drücken. Kammer des Orbs, ja. Aber kein wirklicher Hinweis. Ich guck mal ganz kurz bei dem Rätsel. Das war in Folge 19, glaube ich. Im Raum, wo der Oger haust, du einmal nach den Wänden schaust, etwas dort Lichte macht, sagst du ganz schnell Gute Nacht. Etwas wird im Raum geschehen, willst du dort hineingehen, dort wird sein, ein Licht zu sehen und in Dunkelheit vergehen. Das ist das Rätsel, das ich bekommen habe. Es hat also wirklich viel mit Licht und Schatten zu tun.
das Einzige, was hier Licht spendet, soweit ich sehen kann, ist der Teleporter. Also machen wir jetzt hier einfach mal Licht aus. Zack. Schimmert irgendwo was durch. Da haben wir die Fackel reingesteckt. Vielleicht auf dem Feld vom Teleporter nochmal Licht aus. Und ihn dadurch deaktivieren? Nö. Ha, jetzt komisch. Da, wo ich das Licht gerade mal aus habe, laufe ich noch einmal hier. Oh. Laufe ich noch einmal hier kurz den Hauptgang durch. Um zu sehen, ob hier noch irgendwo anders was durchschimmert. Weil vielleicht war ja gar nicht das Gebiet gemeint. Kraut nehmen wir auch mal mit. Und schon sind wir einmal rum. Hier in der Mitte sind wir jetzt auch einmal durch. Nö. Das wird wohl echt die Ecke gewesen sein, die das Rätsel meint. Und wir hätten es dann hier irgendwo durchschimmern sehen. Das wäre der erste Teil vom Rätsel. Etwas, das dort Lichte macht, sagst du ganz schnell gute Nacht. Etwas wird im Raum geschehen. Wirst du dort hineingehen? Dort wird sein, ein Licht zu sehen und die Dunkelheit vergehen. Njam, njam, njam. Njam, njam, njam. Machen wir wieder Licht an. Ich sagte, machen wir wieder Licht an. Keine Energie. Machen wir mal wieder Licht an. So. Also, wir haben was versucht reinzulegen. Wir haben versucht, was... Ne, wir haben nicht versucht, was reinzulegen. Wir haben immer was reingeworfen. Okay. Und... Orb of Radiance. Benötigt Spellcraft 5, Energie plus 15, Willpower plus 2. Die muss man aber anlegen, oder? Oh oh. So, dafür brauchen wir jetzt noch ein bisschen Ressourcen. Da brauchen wir jetzt mal richtig Ressourcen. Und da sterben wir jetzt einfach mal. Ah. Aber gut, wir wissen, wie das Rätsel funktioniert. So, Vault of the Orb. Einfach nur was reinlegen. Und jetzt wird irgendwo eine Krabbe gespawnt. Oder wird die erst gespawnt, wenn wir das Ding da rausziehen? Ja, und ich war einen Ticken zu langsam. Das wird doch wieder nichts. So, und schon hänge ich fest. Ting. Ja, ich benutze dann einfach zwei Eisbomben und trinke gleich meinen Mana-Trank und dann passt das schon irgendwie. Oh. Oder ich benutze nur eine Eisbombe, benutze keinen Mana-Trank und zerstöre das Vieh einfach. Das ist doch gleich viel besser. So. Du kommst mit. Eigentlich habe ich noch ganz viele Ninja-Sterne hier rein. Oh, da ist noch ein zweiter. Aber hier können wir tanzen. Der hat keine Chance. Doofe Krabbe. Ting, ting. Auch wenn das jetzt wieder Ewigkeiten dauern wird. Aber ich nehme lieber etwas mehr Zeit, anstatt noch mehr Ressourcen zu verballern. Denn ich mache mir da ja immer Gedanken, dass wir bei der Fighters Challenge oder irgendwo später bei den Mönchen nicht genug haben, um weiterzukommen. Also Ressourcen. Und wir uns dann fast durchsterben müssen. Und darauf habe ich nicht wirklich Lust am Ende. Ups. Obwohl so ein kleiner Mana-Trank zwischendurch, die Kräuter benutzen wir eh fast nie. Ja, komm, ein Mana-Trank ist okay. Ungeduld wird mein Ende sein, ich sag's euch. Wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Ach. Da, okay. So, da hinten haben wir jetzt noch. Hat der Bereich einen Namen? Sequences. Ha. Kann ich mich gar nicht dran erinnern.
Na gut. Töten wir halt die dritte Krabbe. Ist ja auch okay. Also. Irgendwie habe ich es heute mit dem Danebenschlagen. Also nicht mal das Danebenschlagen vom Helden aus, sondern dass einfach ich zuschlage, obwohl der Gegner gar nicht da ist oder noch nicht da ist. Tja, ja. Ist ja auch schon spät. So. Apropos spät, wir sollten schlafen. Obwohl ich hier ungern schlafen würde, wegen dem Oger. Also gehen wir mal da oben in die Ecke, hauen uns da hin und machen dann auch gleich einen Cut. So. Tür zu. Und schlafen. Ah, also wird diese Folge gar nicht dazu gekommen, die Hallen des Feuers wirklich zu erkunden. Was ich auch ganz gut finde, denn mir graut es ein wenig davor. Aber nächste Folge werde ich nicht drum herum kommen. Obwohl, dieser Sequenzbereich scheint auch recht groß zu sein. Vielleicht machen wir das denn doch lieber mal zuerst. Aber das werde ich dann schauen. Erstmal speichern wir jetzt ab. Neuer Speicherstand, LP021B. Also bis gleich.